So, die Kordel ist weg, die Kollegen sind fertig, dann darf ich sagen, herzlich willkommen zum Demografiegipfel 2017 in diesem Jahr hier in Berlin unter dem Motto Zusammenhalt stärken, Verantwortung übernehmen. Herzlich willkommen, Frau Bundeskanzlerin, Herr Innenminister, herzlich willkommen den vielen jungen Menschen, die heute hier bei uns sind, denn die sind wichtig bei diesem Prozess, dem demografischen Wandel, werden heute auch noch zu Wort kommen und natürlich auch allen anderen hier in diesem wunderbaren Raum ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Susan Link, ich darf Sie heute durch diesen Gipfel begleiten. Und begleiten ist eigentlich auch schon das richtige Stichwort. Demografischer Wandel, Sie beschäftigen sich alle damit, Sie werden wissen, für manch einen ist es eine Bedrohung, manch einer denkt, um Gottes Willen, was kommt da auf uns zu? Aber uns geht es darum, diesen Wandel zu begleiten, einfach zu schauen, die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen für die betroffenen Menschen, für die Regionen, Stadt und Land, für Systeme, für unser Gesundheitssystem auch zum Beispiel. Und darum geht es heute auch in den Arbeitsgruppen. Welche Erkenntnisse konnten da gewonnen werden? Was wird auf den Weg gebracht? Da werden wir heute hier oben, Sie sehen es schon an den Sitzen, zwei Podiumsgespräche mit den Arbeitsgruppen entsprechend führen, werden da was erfahren. Verschiedene Minister werden heute auch zu Wort kommen, den demografischen Wandel aus ihren Ministerien heraus. Natürlich auch mal beschreiben, was passiert da, welche Gesetze wurden auf den Weg gebracht. Und wir werden einen, das darf ich an der Stelle schon mal sagen, durchaus positiven Blick in die Zukunft werfen. Mit dem Zukunftsforscher Matthias Hawks. Der sagt nämlich, demografischer Wandel, das ist eine Chance. Wie er das genau nutzen will, das wird er uns dann heute Nachmittag erklären. Soweit erstmal der kleine Ausblick auf den Gipfel heute. Was erwartet uns überhaupt heute? Und natürlich möchte nicht nur ich Sie begrüßen, sondern auch der Gastgeber dieses heutigen Gipfels, das ist Bundesinnenminister Thomas de Maizière. Herzlich willkommen, Herr Minister. Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung, Frau Bundeskanzlerin, liebe Kollegen aus dem Kabinett, insbesondere Christian Schmidt, den ich hier sehe. Ich begrüße auch herzlich die Vorsitzenden und Co-Vorsitzenden der Arbeitsgruppen, die über viele Jahre fleißig gearbeitet haben. Ich begrüße all diejenigen, die im Hintergrund mitgewirkt haben und diejenigen, die sich für das Thema insgesamt interessieren. Der demografische Wandel, das war und ist immer auch ein gesellschaftlicher Wandel. In der Regel werden für die Beschreibung dieses Wandels wissenschaftliche Arbeiten herangezogen, Statistiken, Zahlen, Bevölkerungspyramiden. Zwei Künstlern aus der Schweiz, nämlich Patrick Bolle und Andrea Keller, war das aber nicht genug. Sie wollten den gesellschaftlichen Wandel außerhalb von Zahlen und Statistiken erzählen mit einer außergewöhnlichen Idee. In der Innenstadt von Zürich eröffneten sie vor einigen Wochen ein Fundbüro, ein sogenanntes Fundbüro 2. Dieses Fundbüro ist eingerichtet wie ein normales Fundbüro. Es hat einen Schalter, der Schalter hat die übliche Glaswand, dahinter sitzt ein Schalterbeamter. Das Fundbüro hat nur eine kleine Besonderheit. Es können allein immaterielle Dinge als verloren, gefunden oder wiederentdeckt gemeldet werden. Das können Einsichten sein, Werte, Ideen, Sorgen, der Glauben, dass es besser kommt, Zuversicht, Angst vor dem Alter oder auch Vorfreude auf das Älterwerden. Das Projekt will zum Nachdenken einladen. Was habe ich in meinen verschiedenen Lebensphasen schon alles verloren? Was habe ich gefunden? Welchen Wert messe ich dem Gefundenen oder dem Verlorenen bei? Was verliere ich, wenn ich älter werde? Und was habe ich stattdessen entdeckt oder gefunden? In der Projektbeschreibung der Künstler heißt es, ich zitiere, wir wollen den gesellschaftlichen Wandel als das beschreiben, was er ist. Ein Verlieren, ein Vermissen, ein Finden, ein Wünschen, ein Wollen und Werden. Meine Damen und Herren, Sie können sich fragen, was würden Sie wohl in diesem Fundbüro 2 abgeben oder suchen oder wiederfinden wollen? Ich habe mich das auch gefragt. Was würde ich in diesem Fundbüro wohl melden? Welche Einsichten und Ideen habe ich im Verlauf der letzten Jahre bei der Erarbeitung unserer Demografiestrategie bis zum heutigen Gipfel gewonnen? Welche Annahmen habe ich aufgegeben? Oder im Bild zu bleiben, welche Sorgen und Bedenken habe ich in dieser Zeit verloren? Darüber will ich heute zur Begrüßung ganz kurz sprechen in drei Punkten. Ich beginne mit dem, was ich verloren habe, nämlich eine Sorge.
Und das ist die Sorge vor dem Kampf der Generationen. Politisch seien junge Menschen die Verlierer von morgen, so hieß es oft. Die Älteren würden sie wegen des demografischen Wandels wohl bald überstimmen. Dann werde Vergangenheit statt Zukunft gewählt. Wir haben eine große Debatte gehabt, etwa über das Familienwahlrecht. In den Arbeitsgruppen, in den vielen Dialogprozessen, in den Gesprächsforen und in den Umfragen, die wir auch im Rahmen unserer Demografiestrategie gemacht haben, hat sich aber gezeigt, dass die politische Blickrichtung unserer Gesellschaft schon immer nicht nur durch die persönlichen Interessen einer jeweiligen Altersgruppe geprägt war, sondern durch das eigene Umfeld und vor allem durch die Familie. Ein 50-Jähriger interessiert sich für die Ausbildung und den beruflichen Start seines Kindes. Eine 60-Jährige interessiert sich für die Jugendabteilung ihres Sportvereins. Und ein 70-Jähriger für die Kita-Plätze seines Enkelkinds. Politik für die Zukunft ist keine Frage des Alters. Es ist eine Frage der Lebenswelt. Spielen junge Menschen im eigenen Leben eine Rolle, dann prägen sie Haltungen. Man könnte auch sagen, Großeltern wählen Zukunft. Und alle die, die mit jungen Menschen zu tun haben, machen das auch. Der beste Weg, ein politisches Ungleichgewicht der Generationen zu vermeiden, ist nach alledem, was wir wissen, weniger die Sensibilisierung der Alten für die Themen der Jungen, sondern die Aktivierung der Jungen am politischen Leben überhaupt. Das haben wir in Großbritannien beim Brexit gesehen, wo die Wahlbeteiligung der jungen Menschen besonders niedrig war. Bei der Altersgruppe bis 24 lag die Wahlbeteiligung bei 40%, bei der Altersgruppe ab 55 bei 80%. In ähnlicher Weise haben wir das in Amerika gesehen und auch bei der letzten Bundestagswahl. Ja, wir bekommen eine Gesellschaft, die immer älter wird. Aber die Demografie ist für unser Land ein Rahmen, aber noch lange keine Richtung. Entscheidend für das Verhältnis von Alt und Jung wird nicht das Alter sein, sondern ein demokratisches Zugehörigsein, deren Qualität sich auch bei Wahlen zeigt. Tun wir gemeinsam alles dafür, dass möglichst viele junge Menschen bei der Bundestagswahl in diesem Jahr in die Wahllokale gehen, dass sie ein demokratisches Zugehörigsein und zeigen und genau das auf diese Weise mit Leben füllen. Nun zweitens zu etwas, das ich in den letzten Jahren gefunden habe, was ich vielleicht beim Fundbüro 2 abgeben würde, nämlich Klarheit. Klarheit über einige der großen Fragen, die sich Menschen im Alter stellen. Und eine der wichtigsten Fragen lautet, bin ich überhaupt alt? Die Sprache ist interessant. Alle wollen älter werden, aber keiner möchte alt sein. Der Begriff des Alters und unser Bild davon hat sich in einer Weise verändert, wie wir es vor 30 Jahren nicht für möglich gehalten haben. Ein Beispiel dafür ist die Geschichte eines Musikprofessors aus Frankfurt am Main, der gegen seine Pensionierung klagte. Er war Beamter. Der Grund für seine Klage war einfach. Er wollte weiterarbeiten, weil er noch voller Kraft und Tatendrang war. Vor Gericht unterlag er. Seine Reaktion, er gründete eine eigene Hochschule für hochbegabte Pianisten. Heute ist er deren Präsident und künstlerischer Leiter. Der Musikprofessor ist sicher ein Einzelbeispiel, aber es ist ein Beispiel für viele, denen die Arbeit fehlen würde und die sich zu jung fühlen für einen Ruhestand. Und umgekehrt gibt es natürlich auch viele, die früher aufhören wollen, jedenfalls in ihrem bisherigen Beruf zu arbeiten. Was unsere Studien gezeigt haben, ist aber, dass die Vorstellung, man arbeitet bis zu einem bestimmten Alter voll und hört dann voll auf zu arbeiten, das ist weder Realität noch Wunsch der meisten. Fast jeder Vierte arbeitet heutzutage nach der Rente oder dem Ruhestand. 15, 20 Stunden die Woche. Gefragt, warum, sind es meistens zwei Gründe. Erstens, weil es Spaß macht und zweitens, weil es einen Hinzuverdienst gibt. Und dann gibt es etwas, was sehr wichtig wird, weil man gebraucht wird. Flexible Altersmodelle im Alter, neue Übergänge vom Erwerbsleben in den Ruhestand, aber natürlich auch Themen wie Altersarmut. Über all das müssen wir in den nächsten Jahren sicher noch weiter reden. Mit der Flexirente haben wir in dieser Legislaturperiode einen Anfang gemacht. Aber ich glaube, hier liegt noch einiges vor uns.
Der Norddeutsche Rundfunk hat vor einigen Wochen eine Reportage gezeigt. Einer der Hauptpersonen war ein 71-jähriger Pensionär, ein ehemaliger Koch, jahrelang ehrenamtlich in der Sterbebegleitung aktiv. Zu der Zeit nach seinem Berufsleben sagte er: Was mir wichtig ist, ist das Gefühl, weiterhin bewusst zu leben und gebraucht zu werden. Dass ich weiterhin meinen Weg durchs Leben gehe, dass ich Menschen offen und neugierig gegenübertrete. Dass ich nicht zu Hause sitze, sondern schaue, was um mich herum passiert. Und dass ich den Kontakt zum Jetzt und Heute nicht verliere. Diese Dimension haben wir, glaube ich, bei all unseren Renten und sonstigen Debatten etwas unterschätzt. Stand früher am Ende eines Arbeitslebens der Blick zurück in den Vordergrund, so geht es heute um den Blick nach vorne und um die Frage, was will ich jetzt und wo will ich eigentlich noch hin mit meinem Leben? Ich glaube, diese Vitalität der jungen Alten, so wie man sie heute nennt, ist eine Riesenchance für unser Land. Ja, ältere Menschen profitieren von unserer sozialen Infrastruktur, aber sie stellen sie auch bereit, an vielen Stellen, in den Familien, in einer neuen selbstständigen Tätigkeit, in der Nachbarschaft und vor allem im Ehrenamt. Diese Tatkraft kommt unserem Land zugute. Wir sollten diese Tatkraft fördern und fordern. Unser Land hat und braucht aktive ältere Menschen. Es ist gut, dass wir sie haben, und ich finde, das kann man auch einmal etwas öfter sagen. Mein dritter Punkt. Noch etwas habe ich in den letzten Jahren gefunden, nämlich Einsichten über die Chancen der Digitalisierung beim demografischen Wandel. Hier haben wir in den letzten Jahren viel gemacht, aber wir müssen noch mehr tun. Wir bauen zum Beispiel miteinander vernetzte Online-Zugänge zu allen Behörden im Bund und Ländern auf. Das ermöglicht eine ganz andere Form der Erledigung von Behördengängen. Für Junge mag das heute schon ein großer Wunsch und selbstverständlich sein. Für ältere Menschen, gerade auf dem Land, wird es eine große Erleichterung werden. Wir ermöglichen Bürgersprechstunden via Internet, elektronische Akteneinsicht. Wir verzichten immer häufiger auf die Pflicht zur persönlichen Vorsprache. All das läuft unter dem abstrakten Begriff der Digitalisierung. Aber es dient auch der Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Stadt und Land. Auch die Digitalisierung entscheidet massiv über ein gutes Leben, vor allem in den ländlichen Räumen. Deswegen ist gute Digitalisierungspolitik auch gute Infrastrukturpolitik für die ländlichen Räume. Das gilt in der Verwaltung, das gilt im öffentlichen Personennahverkehr, im Gesundheits-, im Pflegebereich. Digitale Assistenzsysteme für ältere Menschen können helfen, Schwächen in der analogen Infrastruktur wiederherzustellen. Ein Beispiel, ein kleines Beispiel für neue Assistenzsysteme können Sie heute im Foyer kennenlernen. Dort steht ein sogenannter Pflegeroboter. Er trägt den Namen Koreas. Er wird Ihnen zeigen, was er alles kann, und das ist erst der Beginn. Zum Beispiel beim Gangtraining. Ein Roboter kann älteren oder vielleicht sogar pflegebedürftigen Menschen unabhängig vom Alter im Alltag an vielen Stellen helfen. Es ist faszinierend zu sehen, was Erfindergeist und Digitalisierung möglich machen. Aber eine Kerze auf dem Geburtstagstisch hat nur dann eine Bedeutung, wenn ein Mensch sie angezündet hat. Kuchen backen kann man nicht im Internet. Und eine Umarmung geht nicht digital. Ich will sagen, Pflege und Teilhabe im Alter werden in Teilen elektronisch verbessert. Und das ist eine gute Sache. Daran sollten wir weiter arbeiten und offen sein. Eine Gesellschaft braucht aber immer beides, digitalen Fortschritt und ein menschliches Miteinander. Zuwendung kann nicht eins zu eins von Pflegerobotern ersetzt werden. Also ja zu Pflege und Fürsorge mit digitaler Hilfe, aber bitte immer auch mit einem Menschen, der da ist. Ich komme zum Schluss und ich will enden mit dem, was im Fundbüro 2 eigentlich nicht vorgesehen ist, nämlich mit einem Wunsch. Und er ist leicht zu erklären. In der Diskussion um den demografischen Wandel geht es oft um die Angst, zu den Verlierern einer Entwicklung zu gehören. Ich habe einige Beispiele dafür genannt. Ein Kampf alt gegen jung, der bevorstehen sollte, das Abhängen der ländlichen Räume und vieles andere mehr. Die Aufteilung in Gewinner und Verlierer oder mögliche Gewinner und mögliche Verlierer, das ist im politischen Raum sehr beliebt und im Moment erst recht.
Und diese Aufteilung wird möglicherweise den vor uns liegenden Wahlkampf prägen. Vielleicht entspricht so etwas auch dem Zeitgeist. Ich möchte Einspruch einlegen gegen diesen Zeitgeist. Wer immer nur in Gewinner und Verlierer einteilt, der verkennt den Charakter einer freiheitlichen Gesellschaft. Denn in einer freiheitlichen Gesellschaft geht es nicht um das Entweder-Oder, sondern um das Wechselspiel von materiellem und immateriellem Wohlstand. Ich habe dazu Beispiele genannt. Wohlstand findet man nicht in einer gefühlten Zugehörigkeit zu einer Gruppe von Gewinnern oder Verlierern, sondern in einem lebenswerten Gleichgewicht aus materiellen und immateriellen Dingen. Dieses Gleichgewicht zu ermöglichen, das ist jedenfalls auch ein Auftrag von Politik. Teilen wir unsere Gesellschaft also nicht auf, trennen wir sie nicht, nicht beim Demografie und auch nicht woanders. Und lassen Sie uns diese Trennung auch nicht einreden. Von niemandem, egal wo er herkommt und egal wo er hin will. Herzlich willkommen zu unserem Demokratie-Gipfel-Bilanzprozess. Seien Sie herzlich willkommen und ich wünsche uns allen einen interessanten Tag. Dankeschön. Sehr geehrter Herr Bundesminister oder sehr geehrte Herren Bundesminister, lieber Gastgeber Thomas de Maizière und lieber Christian Schmidt, liebe Kolleginnen und Kollegen aus Bund und Ländern, sehr geehrte Vertreter der Kommunalpolitik, der Sozialpartner und Verbände und Mitglieder der Arbeitsgruppen, meine Damen und Herren und vor allen Dingen auch liebe Jugendliche, die Sie heute da sind. Bevor ich mit meiner Rede zu dem Demografiegipfel beginne, möchte ich aus aktuellem Anlass etwas sagen. Gestern haben in den Niederlanden Wahlen stattgefunden und die Niederlande sind unser Partner, unser Freund, unser Nachbar. Und deshalb habe ich mich sehr gefreut und ich denke, es geht vielen so, dass eine hohe Wahlbeteiligung zu einem sehr proeuropäischen Ergebnis geführt hat, ein klares Signal. Und das nach Tagen, in denen die Niederlande Anwürfe und Vorwürfe zu ertragen hatten, die aus der Türkei kamen und völlig inakzeptabel sind. Und das nach Tagen, in denen wir ihnen unsere Solidarität gezeigt haben. Und ich konnte gestern meinem Kollegen Mark Rutte gratulieren und wir freuen uns auf eine zukünftige Zusammenarbeit. Ich glaube, es war ein guter Tag für die Demokratie. Meine Damen und Herren, nun sind wir heute hier am Berliner Westhafen zusammengekommen, der in den vergangenen Jahrhunderten, in den 20er Jahren, zum zweitgrößten deutschen Binnenhafen ausgebaut wurde. Und Berlin war damals schon eine pulsierende Metropole, deren Einwohnerzahl auch damals schon die 4-Millionen-Grenze überstieg. Und fast 100 Jahre später leben in Berlin über 3,5 Millionen, aber die Tendenz ist steigend. Und zum 100. Jahrestag des Baus dieses Hafens kann man damit rechnen, dass in Berlin wieder 4 Millionen Menschen leben werden. Vom Bevölkerungsschwund kann also in Berlin erstmal keine Rede sein. Aber es zeichnet sich natürlich in Deutschland insgesamt ein etwas anderes Bild ab. Allerdings auch ein etwas anderes, als wir das vor 5 Jahren gesehen haben, als wir die Demografiestrategie verabschiedet haben. Und Thomas de Maizière hat eben von vergehenden Sorgen gesprochen. Damals sind wir davon ausgegangen, dass zwar die Ballungszentren weiter wachsen, aber die Bevölkerungszahl bundesweit doch abnehmen wird. Und jetzt sehen wir, dass wir bezüglich unserer Prognosen jedenfalls leicht im Plus liegen. Und das sind vor allen Dingen die Gründe Zuwanderung aus den europäischen Ländern, dem Raum der Freizügigkeit und natürlich auch die vielen Flüchtlinge, die in der letzten Zeit zu uns gekommen sind.
Und deshalb wird Prognosen von heute zufolge Deutschland in den nächsten 20 Jahren eine recht stabile Bevölkerungszahl haben und in etwa auf dem Niveau von heute bleiben. Hinzu kommt, auch das konnten wir noch nicht so genau sehen, dass es uns heute, ich spreche immer von Momentaufnahmen, wirtschaftlich recht gut geht, die Erwerbstätigkeit auf Rekordniveau liegt, die Arbeitslosenzahl zurückgegangen ist und dass das natürlich Auswirkungen auf die sozialen Sicherungssysteme hat, das spüren wir jeden Tag. Und deshalb ist vielleicht auch in der Gesellschaft im Augenblick das Thema demografischer Wandel etwas weniger präsent in der öffentlichen Diskussion, wird nicht als ganz so drängend empfunden, aber ich glaube, das ist zu Unrecht. Denn wir müssen uns mit dem Thema und sollten uns mit dem Thema beschäftigen und hier im Raum tun das natürlich auch alle. Denn auch wenn wir in den nächsten 2 Jahrzehnten voraussichtlich eine stabile Entwicklung der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter haben, bleibt es bei der Grundtendenz, dass den Erwerbstätigen eine wachsende Zahl älterer Menschen gegenübersteht. Und so schön natürlich eine höhere Lebenserwartung ist, so sehr stellt uns das natürlich trotzdem auf eine Bewährungsprobe, ganz besonders auch mit Blick auf unsere sozialen Sicherungssysteme. Es ist recht interessant, Thomas de Maizière hat eben auf das Älterwerden und Ältere hingewiesen und hat gesagt, niemand möchte alt sein. Ich empfinde das auch als ganz seltsam manchmal, ich bin ja auch über 60 und aus dem Blickwinkel von Enkeln und Kindern ist man natürlich alt. Aber wenn man sich sozusagen unter Älteren bewegt, will in der Tat keiner alt sein. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Man sollte sich auch dazu bekennen, so wie man sich dazu bekennt, jung zu sein, weil das Alter in seiner ganz anderen Ausprägung, als wir es vor 100 Jahren hatten, kann ja sein Gesicht nur zeigen, wenn es auch Menschen gibt, die zugeben, dass sie alt sind. Wenn ich immer erst ganz kurz vorm Sterben alt bin, dann kriegt das Alter auch kein Gesicht. Und dieses Gesicht des tatkräftigen Älteren ist, finde ich, also ich würde auch sagen, Mut zum Alter im positiven, selbstbewussten Sinne. Aber ich erlebe das auch selber, wenn ich sage, ich bin ja jetzt schon alt. Nein, keine Sorge und so und sehe noch ganz jung aus und man versucht es ja auch jeden Tag. Aber trotzdem finde ich, man muss es einfach akzeptieren. So. Jetzt aber zurück zum Thema im rationalen Sinne. Die Bevölkerungsentwicklung zeigt sich natürlich regional auch ganz unterschiedlich. Nicht umsonst ist der Minister, der sich mit den ländlichen Räumen ganz besonders beschäftigt, heute auch von Anfang an dabei. Wir haben Regionen, in denen die Bevölkerung deutlich wächst und wir haben in Regionen, in denen sie abnimmt und wir haben auch sehr unterschiedliche Durchschnittsalter in den verschiedenen Regionen Deutschlands und ich glaube, diese Vielfalt der Regionen wird sogar noch zunehmen. Das heißt, wir stehen vor bestimmten Herausforderungen und deshalb war es richtig, eine Demografiestrategie zu entwickeln, den Dialog voranzutreiben und dabei haben wir ja erlebt, dass alle gefordert sind, der Bund, die Länder, die Kommunen, die Sozialpartner, die Verbände, viele Bürgerinnen und Bürger, denn es geht letztendlich um den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und Thomas de Maizière hat eben von Verlierern und Gewinnern gesprochen. Das ist ja die permanente und beständige Sorge. Und Politik hat natürlich die Aufgabe, an alle zu denken, für alle Vorschläge zu unterbreiten, um den Zusammenhalt der ganzen Gesellschaft zu fördern. Aber natürlich gelingt uns das selten zu 100%. Und deshalb leben wir in einem permanenten Spannungsverhältnis. Und trotzdem haben wir uns mit diesen Fragen natürlich eigentlich täglich zu beschäftigen. Gestern war ich in Bonn beim Deutschen Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen und das ist ein Zeichen dafür, dass bei uns viele Menschen auch ein höheres Alter erreichen. Es steigen die Risiken, zum Beispiel an Demenz oder an Parkinson zu erkranken und umso wichtiger ist es, so viel wie möglich über diese Erkrankungen herauszufinden, um Prävention und Versorgung der Patienten verbessern zu können. Das heißt, ich glaube, die Gesundheitsforschung ist in Deutschland in ganz besonderer Weise gut angesiedelt und hier können wir auch mit einer hohen Akzeptanz für solche Forschung
Höchstleistungen erreichen und wir sind international hier insgesamt sehr, sehr gut aufgestellt. Ich möchte mich bei allen bedanken, die insgesamt zu der Herausarbeitung der Demografiestrategie beigetragen haben, insbesondere bei den Mitgliedern der Arbeitsgruppen, die ja später dann hier auch noch diskutieren werden. Und ich möchte mich bedanken bei den 1000 Jugendlichen, die in den vergangenen Jahren Lösungsvorschläge auch ganz konkret für ihre Heimatregionen entwickelt haben. Und einige sind ja heute auch ganz aktiv dabei. Und das ist gut, dass sie sich von jung auf an solchen Diskussionen beteiligen und einbringen. Und natürlich möchte ich mich beim Bundesinnenministerium bedanken, dass die gesamte Palette der Ministerien koordiniert bei der Erarbeitung der Strategien. Ich möchte heute auf drei Themenschwerpunkte eingehen, die etwas zu tun haben mit den verschiedenen Veränderungen. Erstens das Beispiel Familie, zweitens die Gemeinschaft vor Ort in der Kommune und drittens das Thema Arbeit und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, was natürlich für unsere Zukunftsgestaltung auch von großer Bedeutung ist. Familie ist dort, wo Menschen dauerhaft Verantwortung füreinander übernehmen, generationenübergreifend. Familie kann nicht verordnet werden, sondern Familie existiert und Menschen können sich auch aus dem Familienverband nicht einfach lösen, sondern sie gehören zu einer Familie. Und deshalb ist das praktisch permanent gelebte Verantwortung und Quelle unseres gesellschaftlichen Zusammenhalts. Und deshalb sollten wir von politischer Seite her versuchen, durch Leitplanken, durch Maßnahmen, versuchen, Familien zu schützen und in die Lage zu versetzen, Familie auch verantwortlich leben zu können. Und da hat sich herausgestellt, in den letzten Jahren, neben der finanziellen Ausstattung, die natürlich nach wie vor wichtig ist, ist das Thema Zeit immer wichtiger geworden. Zeitsouveränität, Zeit als knappste Ressource in Familien, die Rush-Hour des Lebens, wie wir so schön mit Anglizismen sagen, also alles in eine Lebensphase gepackt, Kinder, vielleicht auch die Pflege. Und dies führt oft zu einem Spagat zwischen beruflicher Karriere und Zeit für die Familie. Und deshalb gibt es eine Vielzahl von Maßnahmen, die zum Teil auch heiß diskutiert werden. Steffen Kampeter von Seiten der Bundesvereinigung der Arbeitgeber ist heute hier, nicht über jede dieser Maßnahmen unendlich glücklich, aber immer mit viel Verständnis. Wir haben das Elterngeld. Ich hoffe, das diskreditiert dich nicht abschließend in deinem Verband. Seit 2007 gibt es das Elterngeld und wir haben jetzt das Elterngeld Plus eingeführt. Immer mehr arbeiten wir auch daran, und das finde ich sehr spannend, Mütter und Väter gleichermaßen in die Familienarbeit einzubeziehen, weil vollkommen klar ist, dass Gleichberechtigung nicht gelebt werden kann, wenn die Frauen für Familie und Beruf zuständig sind und die Männer und Väter nur für den Beruf. Wir haben den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz nicht nur im Kindergartenbereich, sondern seit 2013 auch für den Kita-Bereich. Wir fördern seitens des Bundes die Betreuung der Kinder massiv. Und wir gucken, dass Beruf und Pflege vereinbart werden können, denn 2/3 der Pflegebedürftigen leben heute zu Hause bei ihren Angehörigen und werden von ihnen gepflegt. Damit Angehörige diese Pflege auch ausüben können, gibt es den Rechtsanspruch auf Familienpflegezeit. Ich will vielleicht bei dem Thema Familie noch einmal hinzufügen, die Aufgabe der Pflege ist so umfassend, auch so fordernd, dass der Staat Hilfeleistungen geben kann. Aber natürlich ist eine Familienpflegezeit noch immer kein Ersatz für das, was an Kraft, an Mühe und auch an Liebe und Aufopferung dort hineingegeben wird. Und deshalb bleibt es auch dabei, dass wir neben der materiellen Anerkennung auch immer sehen müssen, was für wunderbare Arbeit dort geleistet wird und dass wir auch allgemeines gesellschaftliches Verständnis haben müssen. Man kann sagen, dass sich trotzdem vieles in der Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessert hat. Und interessant ist, dass der Anteil der Väter, die das Elterngeld nutzen, kontinuierlich gestiegen ist, auf über 1/3 inzwischen. Und das gibt natürlich mehr Müttern die Chance, erwerbstätig zu sein. Und es gibt vor allen Dingen auch die Möglichkeit, dass die Arbeitgeber nicht mehr genau sagen können, wer nimmt sich denn jetzt Zeit für die Familie. Und das verändert natürlich auch die Gesamteinstellung zu dem Thema Familie und Beruf. Die Geburtenentwicklung
ist etwas verbessert. Das ist aber noch kein Grund zur Entwarnung und auch noch keine Möglichkeit, diese sozusagen den Altersaufbau grundsätzlich zu verändern. Und natürlich sind die Gründe sehr unterschiedlich, das müssen wir auch analysieren. Die Entscheidung für ein Kind ist eine persönliche Entscheidung, aber Zuversicht, gesellschaftliche Zuversicht und vernünftige Rahmenbedingungen sind sicherlich ein Faktor, um sich auch für Kinder zu entscheiden. Der zweite Bereich ist, wo findet Leben statt? Leben findet nicht auf der Bundesebene statt, sondern Leben findet ganz konkret in den Kommunen vor Ort statt. Und das stellt uns natürlich vor große Herausforderungen seitens der Bundespolitik. Auf der einen Seite erwarten die Menschen von uns, von ihrer Bundesregierung, dass wir uns um die Themen, die gesellschaftlichen Themen kümmern. Und sie haben immer weniger Verständnis, wenn wir sagen, wisst ihr, das ist aber jetzt eine kommunale Entscheidung. Damit haben wir nichts zu tun. Auf der anderen Seite schätzen die Menschen die Vielfalt. Die Entscheidung einer Kommune dort, einer Stadt, einer Region, wo ich herkomme. Die Unterschiedlichkeit auch in Deutschland. Man ist stolz auf die eigene Geschichte. Und hier immer wieder die richtige Antwort zu finden, sich als Bund nicht in alles einzumischen, das sogenannte Subsidiaritätsprinzip gelten zu lassen und trotzdem zu helfen, wo Hilfe notwendig ist, das beschäftigt uns eigentlich in unserer täglichen Arbeit. Wir sehen auch hier wieder natürlich völlig unterschiedliche Herausforderungen in den ländlichen Regionen. Ich kenne das auch aus meinem eigenen Wahlkreis. Haben wir es mit einem Rückgang der Bevölkerung zu tun. Und dort stellt sich ganz elementar das Thema der Daseinsvorsorge. Ist der Staat noch in der Lage, die tägliche Daseinsvorsorge, Einkaufen, Gesundheitsversorgung, Zugang zu Behörden, Krankenhaus und so weiter, ist er da in der Lage, das zu realisieren? Wie steht es um den öffentlichen Nahverkehr? Viele, viele Probleme und der Bundeslandwirtschaftsminister hat sich mit unser aller Unterstützung jetzt dafür entschieden, ein Programm zu machen, das passt nicht in die Rubrik Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit, sondern es ist ein Förderungsprogramm für ländliche Regionen, das wir ausbauen werden, um einfach diese Fragen, die sich nicht nur mit einfacher Wettbewerbsfähigkeit oder Kosteneffizienz beantworten lassen, diese Fragen besser für die ländlichen Regionen zu beantworten. Und ich sehe, ähnlich wie der Bundesinnenminister auch, dass die Digitalisierung, die für viele heute noch so eine fast Schreckensnachricht ist, dass diese Digitalisierung trotzdem zur Verbesserung gerade der Lebenssituation auch in den ländlichen Räumen beitragen kann, vorausgesetzt man hat erstmal die technische Infrastruktur dafür. Und so wie man Wasser- und Stromleitungen in die ländlichen Regionen gebracht hat, muss man auch Breitbandausbau dazu geben. Es ist Daseinsvorsorge für die Zukunft. Ansonsten brauchen wir von Gleichwertigkeit der Lebensbedingungen in Deutschland nicht zu sprechen. Und deshalb fördern wir das auch. Aber dann geht es natürlich, ich nehme die Anwesenheit des DGB-Vorsitzenden Herrn Hoffmann auch zum Anlass, dann geht es auch darum, sich auf die Möglichkeiten der Digitalisierung einzustellen. Wenn man sich den öffentlichen Personennahverkehr zum Beispiel ansieht, wird es so kommen, dass vielleicht diejenigen, die heute noch Busse fahren, in Zukunft viel individuellere, kleinere, flexiblere Transportvarianten anbieten müssen. Also ich glaube, wir müssen hier auch Bildung, Weiterbildung, Lernen mitnehmen, in die Technik einfühlen, all das sehr begleitend machen, damit wir die Chancen auch sehen, die sich ergeben. Es geht natürlich dann in den Ballungsgebieten wieder um ganz andere Fragen, um bezahlbaren Wohnraum, um Kontakte und die Aufgabe, Parallelgesellschaften zu vermeiden. Ich war heute Morgen im Berliner Wedding und habe mir das Stadtteil- und Familienzentrum des Paul-Gerhardt-Stifts angeschaut. Generationenübergreifende Angebote für diejenigen, die schon lange dort leben, für die, die erst kurz dort leben. Sehr interessante und zusammenhaltstiftende Tätigkeit, immer aufgebaut aus Hauptamtlichkeit und Ehrenamtlichkeit. Und ganz nach dem Motto dieses Demografiegipfels, jedes Alter zählt. Es gibt, wenn man sich die Bundesrepublik anschaut, ganz viele Antworten auf den demografischen Wandel. Quartiersmanager motivieren Bewohner, ihr eigenes Umfeld aktiv mitzugestalten. Das ist beim Paul-Gerhardt-Stift zum Beispiel auch der Fall. Es gibt Pflegenetzwerke, die Demenzpatienten und ihre Angehörigen unterstützen.
Es gibt flexiblere und erweiterte Betreuungszeiten in Kitas. Es gibt in den ländlichen Regionen ganz unterschiedliche Vernetzungsangebote. Und ich denke, auch Konzepte wie zum Beispiel die der Gemeindeschwester tragen natürlich und müssen noch zunehmend zu einer flächendeckenden Versorgung beitragen. Rufbusse oder Sammeltaxis ergänzen den klassischen Liniennahverkehr, ich sprach schon drüber, und natürlich auch Kooperationen zum Beispiel im Zusammenhang mit ehrenamtlicher Feuerwehrstätigkeit und anderen Vereinen und Verbänden. Dennoch ist das alles nicht so einfach. Ich kenne das auch wiederum aus eigener Erfahrung. Wenn die Schule weit weg ist, ist die Vereinsarbeit erschwert, weil die Kinder erst nachmittags wieder in ihre Wohnorte zurückkommen. Ein Punkt: Seitdem die Wehrpflicht weggefallen ist, gibt es niemanden mehr, der die Lkw-Fahrerlaubnis bekommt. Und die Freiwilligen Feuerwehren haben Riesenmühe, ihre Fahrer zu finden für die Freiwilligen Feuerwehr, also für die, nicht die freiwilligen Autos, sondern die Autos der Freiwilligen Feuerwehr. Und das sind so praktische Probleme, auf die wir schneller Antworten finden müssen. So eine Fahrerlaubnis kostet Tausende von Euro, also 2000 Euro, glaube ich. Und das kann so eine Freiwillige Feuerwehr nicht einfach leisten. Und früher kamen die alle aus der Bundeswehr, heute kommt da keiner mehr. Und auf solche Fragen müssen wir unkompliziert auch lernen, Antworten zu geben, glaube ich. Und wir müssen vor allen Dingen auch immer mehr lernen, wie wir klug hauptamtliche und ehrenamtliche Strukturen miteinander vernetzen. Und sicherlich ist für den Bund eine der ganz großen Herausforderungen, dass wir an vielen Stellen nur Projektangebote machen können, die nie verstetigt sind. Und wenn sie verstetigt werden und gesetzlich geregelt sind, gehen sie wieder zu den Ländern und Kommunen. Und so sind diejenigen, die von uns sozusagen und unseren Projekten profitieren, in einem permanenten Antragsstellungsprozess gefangen. Aber ich habe dazu auch noch keine abschließende Lösung, wie wir natürlich auch, das sage ich allerdings auch und weiß nicht, ob ich mich damit besonders beliebt mache, gucken müssen, welche sozialen Projekte funktionieren gut und welche nicht. Wir dürfen auch keine Versteinerung von bestimmten Projektideen haben, weil man natürlich auch immer wieder dazulernt. Also das ist ein Thema, mit dem wir uns noch beschäftigen müssen. Wir haben jetzt versucht, das ist trockene Materie, durch den Bund-Länder-Finanzausgleich die Länder und damit indirekt auch die Kommunen auch nach 2019 in die Lage zu versetzen, ihre Pflichten und ihre Aufgaben im Zusammenhang mit einem Zusammenhalt der Gesellschaft auch gut ausführen zu können. Und wir haben auch die Regionalisierungsmittel, die zum Beispiel den Personennahverkehr stärken, verstetigt. All das sind wichtige Bausteine, um Daseinsvorsorge im umfassenden Sinne auch zu gewährleisten. Wir haben schon gesprochen darüber, dass wir medizinische Versorgung gewährleisten müssen. Da haben wir das Gesetz zur Sicherung einer guten medizinischen Versorgung verabschiedet. Dennoch, wenn man sich die Realitäten anguckt, dann wissen wir, dass noch viel zu tun ist. Der Gesundheitsminister wird ja heute auch noch hier dabei sein. Wir müssen vor allen Dingen eben da, wo nicht wettbewerbsfähig Breitband ausgebaut werden kann, die Infrastruktur bereitstellen. Und wir müssen in Bildung und Forschung investieren. Ein Land, das in seinem Durchschnittsalter eher älter wird, muss innovativ bleiben. Und das wird eine der großen Aufgaben sein. Und deshalb ist lebenslanges Lernen keine Drohung, sondern eine Ermutigung, als Land, als ganze Gesellschaft neugierig zu bleiben. Und ich freue mich ehrlich gesagt über immer mehr Volkshochschulbesucher und auch Kursteilnehmer an Universitäten von Älteren, die einfach bereit sind, auch nochmal Neues aufzunehmen, sich neu zu orientieren. Wir glauben, dass auch zum Zusammenhalt der Gesellschaft und zur Zukunftsversorgung und Vorsorge natürlich das Thema Haushaltsführung ein wichtiger Beitrag ist. Alle Schulden, die wir heute nicht machen, jeder ausgeglichene Haushalt, ist eine Investition in die kommende Generation. Das hört sich immer so trocken an, das bedeutet aber im Grunde Spielräume für zukünftige Generationen. Und damit bin ich bei meinem dritten Punkt, nämlich bei der Frage Arbeitswelt, Wirtschaft, Fachkräfte. Wir haben im Augenblick einen Rekord an offenen Stellen und wir erleben, dass die fachlichen Anforderungen immer höher werden, was uns natürlich bezüglich der Schulausbildung auch vor riesige Herausforderungen stellt. Und deshalb werden wir auch darüber weiter nachdenken müssen, wie kann auch der Bund helfen, zum Beispiel die Digitalisierung und ihre Möglichkeiten schneller in die Schulen zu bringen. Wir können sicherlich nicht jede Schule mit Breitband
sozusagen innen versorgen, aber wir können so, wie wir jeden Haushalt anschließen wollen an Breitbandanbindung, auch sagen, Gewerbegebiete und Schulen gehören genauso dazu. Wir können Lehrinhalte zur Verfügung stellen durch eine bundesweite Cloud, die dann auch genutzt werden kann. Denn ich glaube, neben Lesen, Schreiben, Rechnen gehört Programmieren in Zukunft auch zu den Basisfähigkeiten für unsere jungen Leute. Das heißt allerdings nicht, dass man nicht mehr Lesen, Schreiben, Rechnen braucht, sondern das kommt dazu. Das ist eine vierte Grundfähigkeit und nicht zu ersetzen durch eine der anderen drei. Aber die Tatsache, dass sozusagen dass einfache Tätigkeiten immer rarer werden und dass immer höhere Anforderungen an die Berufsausbildung gestellt werden, ist schon eine Herausforderung für uns. Und deshalb müssen wir uns mit unserem Bildungssystem darauf auch einstellen. Und ich möchte in den nächsten Jahren vor allen Dingen auch darauf achten, dass wir das duale Berufsausbildungssystem wieder stärken. Da muss ich allerdings sagen, müssen wir noch einen harten Kampf auch mit der Europäischen Kommission fechten. Denn wir haben jetzt wieder eine Richtlinie bekommen, die ganz klar unter der Maßgabe Freifahrt für und keine Barrieren für Dienstleistungen darauf ausgerichtet ist, dass eben Verkammerung, Meisterbrief, Qualitätssicherung, Ausbildung, duale Ausbildung nicht sozusagen gewünscht sind, weil sie irgendwie den Wettbewerb verzerren. Und da kann ich nur sagen, Nachhaltigkeit ist genauso wie in anderen Lebensbereichen, auch hier im Handwerk, bei der Berufsausbildung, eine Qualität an sich. Und wir werden von deutscher Seite hier sehr gemeinsam die duale Berufsausbildung auch hochhalten und ihr eine Zukunft ermöglichen, weil man kann nicht von der dualen Berufsausbildung schwärmen, aber ansonsten nichts dafür tun wollen. Und ich glaube, da sind Arbeitgeber, Gewerkschaften und Politik in einer Linie und werden gemeinsam kämpfen. Wir haben im Zeitraum 2005 bis 2015 erlebt, dass 2,3 Millionen mehr Frauen erwerbstätig sind. Das ist eine sehr erfreuliche Tatsache. Und auch hier haben wir unser Potenzial noch nicht ausgeschöpft. Deutschland gehört zu den Ländern, in denen Frauen auch sehr stark Teilzeitarbeit leisten. Ich will hier Wahlfreiheit für alle. Aber Wahlfreiheit bedeutet eben auch, dass die Bedingungen, die Randbedingungen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie richtig ausgestaltet sind. Es gelingt uns heute besser, ältere Beschäftigte im Beruf zu halten. Ich weiß, dass hier im Vorfeld heute schon die Kritik mit der Rente mit 63 kam. Da bitte ich dann, obwohl ich ehrlich gesagt auch kein besonderer Befürworter dieser Maßgabe war, doch eins zu berücksichtigen. Es sind Menschen, die 45 Jahre gearbeitet haben, die den Anspruch haben, mit 63 in Rente zu gehen. Und Jahr für Jahr wächst dieses Alter wieder auf 65 auf. Das heißt, wenn wir allgemein das Renteneintrittsalter 67 haben, sind wir wieder bei der Rechtslage, die wir hatten. Und das wird Ende der 20er Jahre sein, genau dann, wenn der Fachkräftemangel und die Herausforderungen durch die Demografie besonders hoch sind. Es ist also nicht einfach mal Rente mit 63 gewesen, sondern es sind Generationen, die eine ganz andere Erwerbsbiografie noch hatten, als das heute der Fall ist. Das möchte ich dann wenigstens zur Berücksichtigung mit hinzufügen. Wir können also heute sagen, die Erwerbstätigenquote der 60- bis 64-Jährigen hat sich in den vergangenen 10 Jahren fast verdoppelt. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt, damit diejenigen, die später als mit 65 in Rente gehen, nicht den Eindruck haben, es geht hier nur um Rentenkürzung, sondern unser ganzes Arbeiten und Trachten muss sein, dass wir Arbeiten bis zum Renteneintrittsalter auch ermöglichen. Und wir haben ansonsten auch gerade die Erwerbsunfähigkeitsrente besonders gestärkt, denn Altersarmut tritt heute vor allen Dingen da auf, wo Menschen erwerbsunfähig werden. Und deshalb muss man genau an dieser Stelle auch ansetzen. Wir haben auch ausländische Fachkräfte. Wir haben damit auch einen Beitrag zu der großen Arbeitslosigkeit in der Europäischen Union geleistet. Viele Menschen aus Spanien, Portugal und anderen Ländern haben inzwischen Arbeit in Deutschland gefunden. Das sind in den letzten Jahren, ich weiß nicht genau, ob 5 oder 3, immerhin 900.000 Menschen. Und ich glaube, das kann ja vielleicht nur eine temporäre Situation sein, aber das zeigt, welche Möglichkeiten die Freizügigkeit natürlich auch bietet. Und wir müssen deshalb auch gerade im Bereich der Facharbeiter noch mehr tun, um die Sprachbarrieren abzubauen. Das heißt, Englisch lernen, Fremdsprache lernen ist nicht nur etwas Wichtiges für die, die studieren,
sondern es ist auch etwas Wichtiges für die, die eine duale Berufsausbildung haben. Um das volle Erwerbstätigkeitspotenzial auszuschöpfen, ist es wichtig, Arbeitsplätze altersgerecht zu gestalten. Prävention ist hier ganz wichtig. Wir brauchen flexible Arbeitsmodelle. Ich bin jetzt auch sehr froh, dass wir die Flexirente haben. Man kann eben länger arbeiten, wenn man es möchte. Dazu gehört, dass wir Existenzgründern nicht dauernd bürokratische Hürden in den Weg legen, sondern bürokratische Hürden abbauen. Und dazu wird das Riesenthema Weiterbildung gehören. Da wird sicherlich noch manche politische Auseinandersetzung geben, aber ich glaube, das Thema lebenslanges Lernen, und ich würde es fast auch duale Weiterbildung gerne nennen, weil sie im Betrieb auch stattfinden muss, wird ein Thema sein, aus dem sich der Staat auch nicht völlig wird raushalten können. Und das wird unsere nächsten Jahre auch in der Diskussion bestimmen. Meine Damen und Herren, wir, Thomas de Maizière hat es gesagt, wir können die Zukunft nicht exakt voraussagen, das ist ja auch das Schöne an der Zukunft. Wir können aber versuchen, sie vorzubereiten, uns auf sie vorzubereiten. Und deshalb, liebe Jugendliche, ganz zum Schluss, wir können nicht voraussagen, inwieweit Sie und Ihre Generation einmal im Erwerbsleben, welche Erfahrungen Sie machen werden. Aber ich finde es wichtig, dass auch Sie sich ganz aktiv einbringen in die Gestaltung der Zukunft. Denn eine Gefahr besteht natürlich in einer Gesellschaft, in der es mehr Alte oder Ältere gibt und weniger Jüngere. Dass diejenigen, die älter sind, natürlich auch an ihren Besitzständen hängen. Das liegt in der Natur der Sache. Und deshalb müssen wir uns der Diskussion stellen. Deshalb brauchen wir generationenübergreifenden Austausch, Disput, der hier auch stattfindet. Und Sie müssen Ihre Wünsche selbstbewusst vorbringen. Nicht im Sinne eines Kampfes gegen die Älteren, aber im Sinne einer fairen Ressourcenteilung und im Sinne dessen, dass auch Sie Kinder und Enkel haben werden, an die wir auch denken müssen. Und deshalb ist es eigentlich nur möglich, den Zusammenhalt der Gesellschaft zu schaffen, wenn Politik vernünftige Leitplanken setzt, aber gleichzeitig in der gesamten Gesellschaft dieses Gefühl für den anderen auch da ist. Und bei allen Vorzügen der Digitalisierung sehen wir im Augenblick, dass manchmal Entwicklungen da sind, dass jeder sich in seiner Kommunikationsecke mit seinesgleichen sozusagen, seiner Altersgruppe und seinen Freunden zusammensetzt. Demografischer Wandel und Zusammenhalt der Gesellschaft werden nur gut zu gestalten sein, wenn man auch zwischen verschiedenen Meinungen weiter den produktiven Streit, den Disput sucht, die Auseinandersetzung sucht, aber auch das Gemeinschaftliche feststellt. Deshalb ist dieser Demografiegipfel auch ein Ort der gegenseitigen Achtung, des gegenseitigen Respekts und der produktiven Entwicklung gemeinsamer Ideen. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag mit diesem Demografiegipfel.